Kern ist eine Familie bereits ein Staat. Genau wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau bereits eine Staatsgründung ist. Mit Staatsführung und Protektionismus nach außen hin. Ich gehe ja intensiv in meinem Buch drauf ein und allein das Kapitel aus dem Buch, das kann dein Beziehungsleben schon revolutionieren und harmonischer gestalten. Uns interessiert hier aber primär das Mann-Frau-Verhältnis und die Partnerwahl. Sowohl bei Frau als auch bei Mann spielen Familienwerte bei dieser Partnerwahl eine erhebliche Rolle, wenn es auch meist unterbewusst passiert. Das ist also eine grüne Flagge, auf die Frauen sehr und Männer leider aktuell viel zu wenig achten. Also ich weiß, dass ich drauf achte. Bei einer Frau aus anständigen Familienverhältnissen, ganz besonders mit einem gesunden Verhältnis zu ihrem Vati, bei der kannst du nämlich eher davon ausgehen, dass die Beziehung funktionieren wird, sie dir nicht untreu wird und sie ihren Platz in der Partnerschaft bzw. später vielleicht auch Familie kennt. Eine Frau mit Daddy-Issues, vielleicht sogar eine, der man eingeredet hat, dass Patriarchat wäre etwas Schlechtes, ja, bei der siehst du doch schon von Weitem, dass sie eine riesige rote Flagge wedelt. Und warum sich manche Männer dennoch auf solche Frauen einlassen und damit nicht zuletzt auch ihre Ehre aufs Spiel setzen, das ist schon bedenklich.